Tritin! Yeah! Fuck yeah! Nein! What? Raus aus der Fette. Alter. Alter, 07? Alter, Alter. Wirf nur deine Setzlinge, wenn du kannst. Ich weiß nicht, was die Setzlinge sind. Das sind, ist dieser Blatt, die Blattexplosion da. Oder wie? Ich weiß nicht. Oder das hier? Ach, das ist ja E. Ah. Aber E drücke ich gar nicht. Ich drücke mal da unten rauf. Gut, lauf. Was ist los mit dir? Nein. Jetzt ist mein Baum so aufgetunt, ne? Wow. Zumindest vom Design her. Oh man, das Video wird mindestens einen Cut haben. Jetzt laufe ich gerade alleine? Das ist ja beschissen. Ja, komm zu uns runter. Ist besser. Aber nicht gerade durchgehen, sondern außenrum. Also. Hast schon meinen Laufweg, also kannst du den sehen? Die kommt. Ach nee, ich bin dann da unten. Unten rechts. Nein. Auf der Minimap sehe ich, wie du läufst. Da ist der Gegner. Alter, die Gegner campen da jetzt. Ja. Und wir laufen genau hin und versuchen sie abzuknallen. Ja, ich gehe genau andersherum. Ich gehe jetzt einmal schön hier safety. Besser. Bleib am besten beim Turm. Bei welchem? Da kommt irgendwas. Der Stopp, bleibt da stehen. Warum denn? Sterbe ich. Solange sie am Turm sind, du am Turm bist, greifen sie dich nicht an, weil der Turm sie auch fixiert und der macht einiges an Schaden. Scheiße. Alter, ist klar, greifen mich nicht an, ne? Ja, wenn sie nicht gerade stark genug sind. Die haben 3 Schläge jetzt gebraucht. 3 Schläge. Wow. Das Spiel ist scheiße, also dieses Match hier jetzt. Ja, du bist ja auch noch nicht geübt. Warum kommen eigentlich hier die ganzen Gegner so auf Mucke? Ja. Und warum steht hier, dass ich 16 Frames hab, ne? Also 17 hier oben rechts, ne? Mhm. Aber hier bei Fraps steht, dass ich gerade 20 hatte und dann ging er hoch auf 30 kurz und dann ging er wieder runter auf 10 und so. Ja, vielleicht braucht der Frames da oben von LOL ein bisschen länger, bis er aktualisiert. Nee, der kommt jetzt sagt er, ich hab 13, ja. Wird ja immer besser. Die können gleich sagen, dass ich 5 habe, ey. Warum nicht? Null Frames, Digga. Das wird so awesome. Ich würde nicht alleine hoch, geh hoch, ganz schnell hoch. Nicht alleine gehen. Besonders nicht mit dem Level, den du gerade bist. Ach, das bist du. Ja. Die mit dem grünen Kreis außenrum folgt mir am besten. Wo bist du? Da. Die mit dem grünen Kreis, die sind immer deine Verbündete. Hast du eigentlich deine Schuhe wieder? Ja. Die wurden mir geklaut. Nein, Besor folgt dir auf Schritt und Tritt, ey. Ich weiß. Alter, ist jetzt voll dunkel geworden. Ist nicht. Ja. Wollen wir das mal angreifen? Nein. Das Ding macht die mit 2 Schlägen fertig. Okay, ich greif mal an. Ja, ich bin noch nicht irre. Helf mir mal. Das Ding packen wir nicht, oh Kacke. Okay. Oh, nein, stopp. Mist. Ach, das geht nicht. Ja, ich weiß. Einfach abhauen. What? Können die nicht mal auf unsere Seite kommen? Da ist es wenigstens heller. Wow. Nachher auf YouTube. Alter, jetzt ist hier auch so dunkel. Auf YouTube denkt man, wir spielen nachts irgendwie. What? Ich lauf mal hier mit meinen kleinen Soldaten lang. Leckte mich am Arsch. Lauf schneller. Ich bin down. Jetzt? Nee, oder? Doch, jetzt erst. Egal, kann ich mir ein paar neue Gegenstände kaufen. Und ich werde jetzt die kleinen kaputt hauen. Ja, da sind 2. Mit denen kann ich es noch aufnehmen. Werf deinen Setzling, du musst doch das werfen. Einfach in die Menge rein. Neues Level! Ich würde zurückgehen. Hast du gerade dein R-Skill aktiviert?
Ich weiß es nicht. Au. Oh, scheiße. Alter, da ist ein Gegner. Hau ab. Hör, der hat mich zurückgeschlagen. Jetzt sind da zwei Gegner. Jetzt bin ich betäubt. Und jetzt habe ich irgendwas aktiviert gerade. Irgendwas habe ich mir an der Fähigkeiten gekauft. Ich ja, kann mir jetzt wieder was kaufen. Ich habe 1037 Punkte. Okay, was für Gegenstände hast du? Die, dann kauf dir am besten die Merkur-Schuhe. Dafür gehst du wieder auf den Shop links, auf dein Schuhsymbol. Hab ich. Und dann, das müssten, ja, Merkur-Schuhe. Hab ich. Aha, okay. Boah. Ach, das habe ich in der Hand. Das sieht aus, als ob man so ein, keine Ahnung, was das sein soll. Ja, ein Setzling hast du in der Hand. Wie sieht denn das Vieh aus, der, als ob das der Setzling da leben würde, ey. Der lebt auch. Der Hurensohn. Wie oft hast du deine Fähigkeit schon mal aktiviert? Oh, kacke. Ja, nicht so. Alter, sind hier viele Gegner. Okay, jetzt mache ich's aber. Wum! 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 Ja klar, 5 gegen 1. Ja und hallo, du hättest gerade mal sehen müssen, gegen wie viele ich gespielt habe. Hast du gerade die Setzling aktiviert? Ja. Ja, gut so. Und immer wieder aktivieren. Das ist dein... Sobald du Gegner siehst, immer versuchen anzugreifen. Und wenn die zu stark sind, dann hau ab. Selber angreifen kannst du auch, ne? Und ich greife jetzt nur noch mit den Fähigkeiten an. Und aktiviere nicht so oft dein R-Skill, wenn er bereit ist. Das ist dein Ulti. Nein, nein, Gegner, Gegner, Gegner! Lieber zum Abhauen benutzen. Okay, Stufe 9. Warte mal. Helf mir mal! Komm mal her! Bin tot. Alter, jetzt sind hier zwei Gegner. Bei 9, dann machst du wieder deinen Setzlingwurf. Also den letzten. Ha. Bin gleich wieder da. 2, 1. Oh ja, ich kann mir noch kaufen. Alter. Der hat irgendwie ein Morastloch hier gezaubert. Was für ein Loch? So ein Morastloch, irgendwie so braune Suppe. Ja. Du meinst so ein Sumpf, ne? Ja. So eine Pfütze. Ja, da solltest du am besten nicht drin stehen bleiben. Alter, von der Seite! Ey, der hat mich betäubt! Hau ab! Verlangsam! Ich komm nicht mehr weg! Oh. Ey, Sand, ich schwör's dir, reg mich nicht auf, ey! Ich versuch dich so gut wie möglich zu beschützen, es ist mir nicht gerade gut gelungen. Mann, Sand, ey, ohne Scherz, kill mal Sand, jetzt alle auf Sand! Einfacher gesagt als getan. Okay, killen wir ihn mal. Guck, ist er down. So. Stop. Komm, kann ich nochmal spawnen, bitte? Oh, nochmal. Ja, desto höher dein Level ist, desto länger dauert die Rückkehrzeit wieder. Ja, die sind zu dumm zum Scheißen. Ich bin Level 9. Wie viel Geld hast du? Fast 800. Okay, 800, denn... wie sehen deine empfohlenen Gegenstände aus? Meine was? Empfohlenen Gegenstände, die sind immer ganz oben groß. Ich habe keine empfohlenen Gegenstände. Muss ich den Käufer da ansprechen, da? Ja, ah, oder du gehst... Einmal ein Schild, Dora ein Schild. Ja, mehr kann ich mir davon nicht holen. Ja, nicht holen, was gegen... Wie sehen die aus noch? Ach so, dann einmal... Stab der Zeitalter, das ist so ein komischer Stab mit Zauber, mit Stacheln irgendwie. Ja, den kaufst du dir am besten danach. Nach dem Schild oder wie? Nee, gleich. Ja, sobald du genug Geld hast. Hä, der kostet 850. Warum kann ich den nicht kaufen? Ich hab doch 850. Wenn du drauf drückst, dann gibt's da noch extra Gegenstände, die du dafür kaufen musst. Ach hier, Zauberstab, wie kann ich den kaufen? Da siehst du diese komischen Zweige, ne? Ah, jetzt habe ich den Zauberstab. Ja, mit Doppelklick kannst du. Ach, kaufen. Und jetzt brauche ich noch 850. Und ich habe 10. Ja, muss ein bisschen schauen. Ja, guck mal, jetzt muss ich hier so lange erstmal um jeden Punkt kämpfen, ne, damit ich hier mir irgendwas kaufen kann. Und ich wette, in spätestens 15 Minuten oder so ist das Spiel vorbei und dann habe ich das umsonst gekauft alles. Shit. Alter, alle sind tot. Sand hat schon wieder zugeschlagen, ne. Bis auf einer. Einer lebt noch. Der ist heftig. Ja, den mache ich noch fertig, ey. So, Level 10. Kaufen gleich noch was. Bis Level 10.